So Leute, hier jetzt am iPhone mal gezeigt, wie ich die Software von Schleifjunkies installiere. Ich gehe auf app.schleifjunkies.de, diesen Link bekommt ihr mit einer E-Mail und einem Code. Wenn ihr diese Seite besucht, kommt ihr in diesen Bildschirm. Hier. So, jetzt hat sich das Ganze geöffnet, dann seid ihr hier in dieser App. Wenn ich hier unten jetzt auf Teilen klicke und scrolle hier nach unten, dann heißt es hier zum Home-Bildschirm. Bitte aus diesem Grund bei einem Apple das Ganze immer in Safari öffnen, weil dann habe ich diesen Punkt zum Home-Bildschirm hinzufügen. So, und jetzt habe ich auf dem Home-Bildschirm hier dieses Logo. Wenn ich da jetzt draufklicke, dann muss ich noch einmal meine E-Mail und meinen Zugangscode eingeben. Jetzt ist die App installiert. Jetzt könnte ich die praktisch zumachen. Ich mache das mal zu. Zack, zack, zack. So, jetzt ist keine mehr offen. Jetzt klicke ich hier drauf. Und jetzt brauche ich auch kein Kennwort mehr eingeben, solange ich das immer nur auf diesem Gerät verwende. Würde ich jetzt auf einem anderen Handy die App öffnen, ich kann die auf mehrere Handys installieren oder auf dem Tablet oder auf dem PC. Wenn ich das aber jetzt auf einem anderen Gerät öffne, dann werde ich das nächste Mal, wenn ich hier wieder starte, wieder mein Kennwort eingeben müssen. Die Software ist so programmiert, dass ich sie zwar auf allen Geräten nutzen kann, aber immer nur auf einem Gerät gleichzeitig. So, jetzt sind wir bei Android gelandet und hier bin ich in meinem Google Chrome und folge hier auch diesem Link, sprich app.schleifjunkies.de. Und jetzt kommt automatisch hier unten, nachdem ihr euer E-Mail und Passwort eingegeben habt, Schleifjunkies zum Startbildschirm hinzufügen. Da tippe ich drauf und sage installieren. Schleifjunkies wird hinzugefügt, das war's. Jetzt habe ich hier in meinen Apps, hier genauso, die Schleifjunkies App und die lege ich jetzt hier einfach mal irgendwo auf dem Bildschirm. Zack, wenn ich jetzt hier drauf tippe, dann habe ich hier meine App ganz normal und kann hier auch meine Räder eingeben und so weiter und so weiter. Also, anders wie bei Apple zum Homescreen hinzufügen, werde ich hier gleich aufgefordert, am Anfang, wenn die App sich das erste Mal öffnet, diese zum Startbildschirm hinzuzufügen. So, jetzt kommen wir zur Bedienungsweise auf dem PC und da zeige ich euch jetzt auch mal gleich, wie man die Räder abspeichert und wie man die Universalsoftware editiert. Auch hier wieder app.schleifjunkies.de, dann kommt ihr auf diese Login-Seite, da gebt ihr eure E-Mail ein und euren Zugangscode. So, und ich habe jetzt beides freigeschaltet, also ich habe das Bundle freigeschaltet, die Universal und die Tormek. Jetzt gehen wir zuerst mal auf die Tormek. Ich will mal schauen, ob ich hier Räder drin habe. Ja, CBN und Rockhard habe ich drin. So, jetzt möchte ich gerne hier ein neues Schleifrad dazufügen. Also erstens mal habe ich hier die Standardaufnahme, das heißt, das Rad Nummer 1 ist immer gegen die Richtung. Das Rad Nummer 2 ist mit der Laufrichtung. Hier ist auch diese Ad-Hoc-Geschichte dabei. Die habe ich aber in einem anderen Video erklärt. So, ich möchte jetzt ein neues Rad dazufügen. Ich sage jetzt mal das Tormek Lederrad. Das hat 220 mm Durchmesser und jetzt sage ich neu und jetzt trage ich hier ein Tormek, ja gut, Tormek Leder und sage speichern. Jetzt gehe ich hier vorne noch mal drauf und hier möchte ich auch ein neues Rad dazu machen, nämlich ein Diamantrad. Das Diamantrad hat 250,1 mm Durchmesser. Jetzt sage ich neu, lösche das weg und sage Diamantrad, ich sage jetzt mal 6 Mikron. Sag speichern.
So, jetzt gehe ich wieder hier hinten hin. Jetzt habe ich hier die Maße vom Diamantrad drin. Ich will jetzt aber wechseln auf mein Tormek-Leder. Dann übernimmt es automatisch die Maße. So, hier wird die Länge des Werkstücks eingetragen. Sagen wir mal 140 mm. Und mein Schleifwinkel soll 15 Grad sein. Dann muss ich die Toolbar an der vertikalen Frontbase auf 71,9 mm Höhe stellen. Dann habe ich vorne meine 15 Grad. Das gleiche geht jetzt hier drüben. Ich nehme jetzt das CBN-Rad. Das hat 250,3 mm. 140 war meine Werkstücklänge. Die kann ich natürlich hier jederzeit ändern. Momentan müsste ich meine Toolbar, seht ihr hier, auf 169,5 mm einstellen. Mein Werkstück ist aber jetzt 151 mm lang. Dann muss ich die ganze Geschichte auf 179 mm Höhe einstellen. Das ist eigentlich der ganze Witz. So, und jetzt gehen wir mal zurück und gehen auf die Universalsoftware. So, jetzt habe ich hier, je nach Maschine, muss ich rausmessen den horizontalen Abstand und den vertikalen Abstand. Angenommen, ich habe eine T4. Dann messe ich den Abstand von Mitte. Ich klicke hier auf Editieren. Dann kann ich jetzt hier diese Maße ändern. Wie die Maße rausgemessen werden, das habe ich euch an einem Video erklärt. Ich mache aber da demnächst nochmal ein neues Video dazu. Mir geht es jetzt erstmal um die Software einrichten. Also hier kann ich jetzt die entsprechenden gemessenen Maße, egal ob T4, ob T7, ob eine Scheppach, ob ganz egal was für ein System, ich muss nur die entsprechenden Maße eintragen und dann, nachdem ich die eingetragen habe, klicke ich hier wieder auf Editieren, dann sind die ausgegraut, dann kann man die nicht mehr ändern. Ich kann jetzt hier auf Entfernen klicken, da passiert nichts. Ja? Genauso für das zweite Schleifrad. Hier ist der horizontale Abstand natürlich viel größer, weil ich von der vertikalen Frontbase aus messe. Und das sind jetzt zum Beispiel bei mir, glaube ich, die Maße für eine T4 oder so. Ja? Auch hier kann ich jederzeit editieren. Bei der Universalsoftware gibt es auf dem zweiten Schleifrad natürlich kein Ad-Hoc, weil wenn ich jetzt die vertikale Frontbase rausziehe, dann muss ich hier das Maß ändern. Hier habe ich mein Maß drin, wenn die vertikale Frontbase am Gehäuse anliegt. Ich ziehe die mal 3 cm aus. 180 mm. So, und dann muss ich mit meiner Toolbar auf 41,6 mm Höhe, um wieder diesen 15 Grad Winkel vorne zu haben. Wenn ich fertig bin mit meiner Auszugsvariante, sprich ich habe ein Hackebeil geschliffen oder sonst was und gehe jetzt wieder auf die Normaleinstellung anliegend an dem Gehäuse, dann trage ich hier meine 150 wieder ein, klick das Editieren an, dann sind diese Maße wieder gesichert. Das ist eigentlich der ganze Witz. Und wie gesagt, auch hier könnte ich jetzt ohne weiteres ein Schleifrad dazulegen, das einfach heißt Leder Tormek und sag Speichern. Jetzt wäre das mit den kompletten Werten hier gespeichert. Und jetzt will ich hier ein CBN-Rad hinzufügen. Da sage ich jetzt CBN, sag Speichern. Jetzt habe ich hier die Auswahl. Ich habe zwei verschiedene Räder drin und die haben natürlich auch unterschiedliche Maße, weil hier kann ich jetzt normalerweise hergehen, das Leder Tormek, und kann den Durchmesser Schleifrad auf 220 natürlich ändern, ja, so, und jetzt sage ich hier Speichern, zack, und jetzt, wenn ich jetzt auf CBN, ändert sich hier das Maß, gehe ich auf Leder, ändert sich das Maß und natürlich auch die Höhe hier, ne? Ist auch klar, ja, so, ich hoffe, dass ich es einigermaßen gut erklärt habe, jetzt sollte eigentlich jeder zurechtkommen. Und ja, bei Fragen bitte eine E-Mail schicken, keine WhatsApp und keinen Messenger.
bitte eine E-Mail. Und natürlich wird euch auch im Forum weitergeholfen von den Kollegen. Danke.